UFC Federgewichtskampf bevor. Da sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Federgewichtskampf geht. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Dan Mergliotta. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Air Canada Centre in Toronto. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Milwaukee, Wisconsin, USA, ladies and gentlemen, presenting the former UFC lightweight champion, Anthony Showtime Pettis! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding professional record of 16 wins, 3 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 145 pounds, fighting out of Waianae, Hawaii, Max Blast Holloway! All right, remember the rules of the locker room. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times. You want a nice, clean, safe fight. Touch gloves, back your corners, come out fight. Tja, schauen Sie sich diese Blicke an. Die sagen alles, die wollen endlich loslegen. Die können es kaum erwarten. Ready? Dann mal los. Schön geblockt. Ja, das macht er gut. Schöner Uppercut. Das macht er sehr gut mit seinen Punches. Oh, eine wilde Spinning Backfist. Eine Spinning Backfist. Wow, schöner Kick zum Kopf. Das sind richtig gute Kicks. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Oh, ein starker Kick. Oh, unsauberer Punch. Und daneben. Oh, eine gewaltige Rechte. Ja, guter Hack. Er trifft ihn mit der linken. Ja, die Linke verfehlt ihr Ziel. Er bringt einen Inside-Leg-Kick. Guter Konter, das war eine saubere linke Gerade. Da kam der Spinning-Side-Kick. Guter Treffer zum Körper. Ja, guter Inside-Leg-Kick. Schöne Aktionen auf beiden Seiten. Head-Kick, aber abgeblockt. Kick zum Kopf, aber daneben. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Körpertreffer mit dem Haken. Ah, oh, ein heftiger Headkick. Oh, 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 das Knie hat wehgetan. Ah, da schafft er es nicht in die Full Mount. In der Side Control. Starker Punch zum Kopf, so arbeitet man von unten. Und zurück in die Side Control. Er ist in der Side Control. Das macht er gut da auf dem Boden. Jetzt wechselt er in die Vollgas. Er versucht eine Submission. Damit endet die Triangle. Er befreit sich. Ja, ja, er ist wieder da. Oh, ein heftiges Knie. Schöne Rechte.
Hier will keiner zurückstecken. Oh, heftiger Kick zum Bein. Ja, schöner Treffer mit der rechten. Ja, sauberer Kick. Wow, starker Kick zum Kopf. Gute Technik. Schöner Kick zum Kopf. Der Jab kommt gut. Oh, schöner Kick zum Kopf. Wow, was für ein Kopftreffer. Er stößt sich vom Käfig ab und erwischt ihn perfekt. Der Jab kommt an. Da kommt der Kick zum Kopf. Klasse Treffer. Pettis steckt hier in Schwierigkeiten. Inzwischen schwellen beide Augen zu. Oh ja, was für ein Knie zum Körper. Spinning Side Kick voll auf den Kopf. Oh, jetzt angeschlagen. Ja, der Kick landet genau am Kopf. 15 Sekunden bis zum Ende der Runde. Wow, perfekter Kick. 10 Sekunden noch. Ja, die Garde kommt. Der zeigt Wirkung. Das ist das Ende der ersten Runde. Das hätte das Ende sein können. Okay, round two, you ready? You ready? Okay, Runde 2. Da sucht es mit dem Kick zum Kopf und kommt durch. Schöner Körpertreffer mit diesem Haken. Pettis hat einen Cut auf der Nase. Heftiger Kniestoß zum Kopf. Gute Gerade. Ein starker Hackkick, wirklich gut gemacht. Oh, was für ein Haken. Ja, er bringt eine Kombination. Der Jeff hat gesessen. Ah, der Treffer zeigt Wirkung. Oh, der Kick tut weh. Starke Linke. Wahnsinn, er nutzt den Käfig und geht voll auf den Kopf. Sauberer Headkick. Schöner Kick, aber da ist der Block. Starker Roundhouse-Kick vom Körper. Wahnsinn, was für ein Headkick. Wow, ein heftiger Kick. Oh, der Kick landet am Kopf. Oh ja, tolle Kicks. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Oh, großartiger Angriff zum Kopf. Stark, wie er den Käfig nutzt. Yeah.
Ja, oh, starker Jab. Schön gekontert. Oh, oh, ja. Ja, die Prellung am Oberkörper wird schlimmer. Er schafft den Single-Leg-Takedown. Anthony Pettis liegt hier zwar auf dem Rücken, aber das heißt nicht, dass er keine Gefahr mehr darstellt. Ganz bestimmt nicht. Seine Submissions sind auch aus der unteren Position immer brandgefährlich. Was macht er jetzt aus der Halfguard? Ja, er steht wieder auf. Oh, starker Block gegen diesen Kniestoß zum Kopf. Da ist der Körpertreffer. Guter Kick. Toller Kick, aber da kommt der Block. Ein gewaltiger Kick zum Kopf. Oh, der ging voll zum Kopf. Oh, yeah, yeah, yeah. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Er kommt zum Kopf, er ist benommen. Und jetzt ist der Fight vorbei. Wie er diesen Kampf beendet hat, das war schon eine echte Demonstration seiner Stärke. So eine Linke muss man erstmal mit dieser Kraft und Präzision schlagen. Kommen wir jetzt zu unserer Kampfwiederholung. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Dan Mugliano is going to stop this contest at 3 minutes, 10 seconds of round number 2. Playing the winner by knockout, Max Bliss Holloway. Hier haben wir den Sieger durch Knockout.